It's not about the biggest arms. It's not about the widest shoulders. It's not about lifting the heaviest weights. The goal is to achieve the perfect symmetry. Hey Leute, zur perfekten Symmetrie gehört natürlich auch eine Schulter und ein ausgebildeter Nacken. Dementsprechend zeige ich euch heute mal mein Schulter-Nacken-Training. Ich fange dort auch mit ein paar Mobilitätsübungen an. Das wäre jetzt in dem Fall vor allem die Rotationsübung für die Schulter hier. Und zusammenstellt einfach schauen, dass ihr euch am Anfang richtig gut warm macht. Vor allem bei der Schulter, weil es halt ein Muskel ist, der zwar sehr klein, aber halt auch sehr schnell verletzlich ist. Dementsprechend gibt es verschiedene Rotationsübungen. Ihr könnt da gut abwechseln. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde am Anfang des Trainings, dass euer zentrales Nervensystem am Start ist, beziehungsweise dass ihr einfach voll im Fokus auch beim Training dabei seid. Da würde ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt ganz normale Liegestütze macht, dort auch am Anfang, weil ihr halt jetzt euch zwar erst aufgewärmt habt, aber noch nicht richtig, richtig warm seid, erstmal vorsichtig halt vorgehen, jetzt nicht übertreiben. Aber für das zentrale Nervensystem, es ist halt sehr, sehr wichtig, wenn ihr dann in die Hände klatscht. Da reichen zwei, dreimal in die Hände klatschen. Hauptsache ihr seid so am Start. Ihr könnt auch Medizinball nehmen, gegen die Wand werfen. Kommt auch selber raus. Einfach, dass ihr dann richtig Lust aufs Training habt und Gas geben könnt. Also erste Übung, Langhantelrudern im Stehen. Dort 4 Sätze, Wiederholung am Anfang 8, dann 8 bis 6, 6 bis 4 und 4, jeweils mit dem gleichen Gewicht. Und zwar würde ich jetzt am Anfang, natürlich müsst ihr euch dort auch aufwärmen und ich wärme mich halt immer während der Übung auf. Ihr zieht sie nach oben einfach, möglichst nah am Körper, wieder runter und beim Runtergehen drückt ihr den Nacken so ein bisschen raus. Reicht schon auf der Höhe, den Nacken rausdrücken. Und ganz, ganz wichtig halt dran denken, dass wenn ihr halt oben seid und wieder runter geht, dass ihr den Nacken richtig schön rausdrückt. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr unten in der Ausgangsposition, sozusagen in der Ausgangsstellung seid, ihr richtig den Nacken rauspresst und den gut fühlt. Ich würde euch empfehlen, bei der Satzpause möglichst 1 bis 2 Minuten zu machen. Je nachdem, ob ihr jetzt gerade in der Diät seid, wenn ihr in der Diät seid, dann maximal 1 Minute. Und wenn ihr im Aufbau seid, dann habt ihr meistens so viel Gewicht drauf, dass ihr wirklich so 2 Minuten schon Satzpause braucht. Wenn ihr merkt, dass ihr am Anfang zu wenig Gewicht gewählt habt und danach mehr Wiederholungen als, sage ich mal, 8 bis 6, 6 bis 4 und halt am Ende 4 schaffen würdet, dann müsst ihr halt einfach das Gewicht erhöhen. Es geht auch zum Beispiel, wenn ihr am Ende seid, kurz vor eurem letzten Satz und merkt, ey, ich kann auf jeden Fall noch viel, viel mehr, dann haut mehr Gewicht drauf, ist okay. Hauptsache, ihr schafft am Ende nur noch 4 Stück.
Und bei der Übung auch darauf achten, dass ihr wirklich jede Wiederholung sehr konzentriert und ruhig ausführt, dass ihr wirklich den Muskel spürt und nicht einfach viel zu schnell ausführt. Als zweite Übung mache ich jetzt einen Supersatz aus Reverse Butterfly sozusagen hier im Kabelzug für den Trapez, also für den Nackenmuskel, und versuche auch den Fokus darauf zu legen und mit der Kombination zum Schulterdrücken mit Kurzhanteln. Könnt ihr auch gerne die Hände hier vorne richtig überkreuzen, also die Handgelenke. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man wirklich in die Dehnung runter geht. Das heißt, geht so weit runter, dass die Hand schon fast die Schulter berühren. Also sie sollen die nicht ganz berühren, aber fast. Und auch versuchen, möglichst nicht ins Hohlkreuz zu gehen hinten. Das machen auch viele, dass sie sich hinsetzen und so ins Hohlkreuz gehen. Das am besten sein lassen und versuchen, dass ihr hinten im Rücken gerade seid und die Lehne spürt und möglichst aus den Schultern herausdrückt, weil sonst drückt ihr halt nicht unbedingt aus den Schultern raus. Immer schön, beziehungsweise die Arme immer schön gestreckt lassen. So, und auch beim vierten Satz darf die Konzentration nicht nachlassen. So Leute, als nächste Übung mache ich Seitheben. Ich werde das Seitheben aber hinter dem Rücken machen. Das heißt, ich nehme jetzt den Kabelzug hier
greife ihn hinterm Rücken. Und ganz, ganz wichtig beim Seitheben ist, dass ihr ein Gewicht wählt, wo ihr halt wirklich den Arm nicht anwinkeln müsst. Ja, also ihr müsst halt vor allem den Arm gerade lassen. Und wenn ihr halt hochgeht, müsst ihr versuchen, sag ich mal, die Hand so zu führen, dass ihr das Gefühl habt, ihr kippt einen Eimer aus. Ja? Das heißt, ihr zieht nochmal richtig in die seitliche Schulter hinein. Das ist hinterm Rücken, langführe, hat vor allem den Vorteil, dass ich es nochmal gezielter in der hinteren Schulter merke. Ihr könnt das seitdem natürlich auch mit Kurzhantel machen, aber im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass das nochmal ein bisschen effektiver ist. Der seitliche Schultermuskel ist halt ein sehr, sehr kleiner Muskel. Das heißt, um den zu treffen, müsst ihr euch wirklich konzentrieren bei der Übung und versuchen, möglichst fokussiert, gezielt auf den seitlichen Schultermuskel euch zu konzentrieren. Und ruhig auch ein bisschen langsamer ausführen, dass ihr wirklich den Muskel spürt, wer hier oben seid, nochmal anspannt. Das ist vor allem sehr, sehr wichtig bei allen Übungen, dass ihr in der Ausgangsposition wirklich nochmal den Muskel anspannt, den Muskel flext. Und immer daran denken, dass ihr wirklich den Arm hier nochmal eindreht, sozusagen den Eimer ausgibt. Thema im Kabelzug angekommen. Normalerweise müsstet ihr jetzt schon richtig, richtig krassen Pump in der seitlichen Schulter merken und es müsste euch schon richtig schwer fallen, die zu heben. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt beim letzten Satz nochmal extra Gas geben und diesen kleinen Muskel echt richtig zerstören. Da seht ihr, ich habe die letzte Wiederholung wirklich sehr, sehr schwer nur noch geschafft. Dann habt ihr alles richtig gemacht, dass ihr nur noch 4 schafft. Als vierte und vorletzte Übung mache ich für die vordere Schulter Frontheben, aber ich mache es nicht, wie man es normalerweise kennt, mit Kurzhanteln, sondern auch am Kabelzug, weil ich das noch mal ein bisschen besser an der Schulter spüre. Und das Ganze zeige ich euch jetzt mal. Also ihr stellt euch quasi mit dem Rücken zum Kabelzug. Ich würde auch normalerweise keinen besonderen Griff, ihr könnt ganz normal diesen Griff hier benutzen oder halt ohne, ich mache es ohne. So, stellt euch hin. Hebt einfach die Schulter richtig ein bisschen über die 90 Grad, also bis hier. Und dann geht ihr nicht ganz, ihr setzt nicht ganz ab, sondern nur bis hier, dass ihr so die Spannung noch erhaltet. Und vom Stand her würde ich normalerweise euch empfehlen, dass ihr das äußere Bein nach vorne stellt und euch darauf konzentriert, dass ihr wirklich aus der Schulter die Bewegung macht.
heißt nicht, dass ihr mit den Armen großartig arbeitet, sondern wirklich euch darauf fokussiert, aus der vorderen Schulter das Gewicht zu heben. Den Arm halt möglichst parallel zum Körper. Das heißt, dass ihr hier wirklich eine Linie habt. Und ich drehe den Arm noch ein bisschen ganz, ganz, ganz leicht oben ein, dass ich noch mal ein bisschen mehr hier in der oberen Schulter, in der vorderen Schulter merke. Anspannen. Ist für die hintere Schulter. Bei sehr, sehr vielen ist die hintere Schulter nicht so gut ausgeprägt wie die vordere Schulter, weil wir die hintere Schulter halt nicht so oft belasten auf dem Alltag. Und deswegen ist gerade diese Übung immens wichtig, finde ich, um halt das Gesamtbild so abzurunden einer guten Schulter. Und ja, meine Lieblingsübung, ich finde auch die effektivste Übung für die hintere Schulter, ist halt am Kabelzug, aber am verstellbaren Kabelzug. Arm schön gerade und hinten in die hintere Schulter reinziehen. Als Trick kann ich euch nur empfehlen, dass ihr wirklich versucht, den Trizeps hier und die Schulter wirklich sehr, sehr nah an den Körper anzupressen. Auch wenn ihr rausgeht in der Bewegung und wirklich versucht, richtig hinten in die hintere Schulter reinzuziehen und hinten nochmal gut anspannen. Dann merkt ihr das sehr, sehr gut in der hinteren Schulter. Letzten Satz, ich nochmal 100%, dann habt ihr das Training beendet und da aber nochmal wirklich fokussiert rangehen. Aber dann macht ihr alles richtig. Damit wäre auf jeden Fall das Schulterworkout, Schultertrapez-Workout für die perfekte Symmetrie absolviert. Und ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall danach genauso ein kaputtes Gefühl wie ich. Eure Schulter müsste komplett zerstört sein, euer Nacken auch. Wenn ihr weitere Informationen zu mir oder zum Workout der perfekten Symmetrie haben wollt, dann schaut mal vorbei auf shapeyou.de.